Bitte die Schäfchen einmal. Es geht los. Bitte schön, genießen Sie es. Und passen Sie auf Ihre Köpfe auf. Es gibt Glühbirnchen. Und dann nice. Glühlämpchen, Entschuldigung, es war ein Fehler. Ah, guter Bildausschnitt. Ja, warte, er wird noch besser, wenn wir drinnen sitzen. Hallo. Geil. Nice. Die Krempelchen. Ja. Ich setz mich. Es ist die Nuss. Ein Vintage. Was ist an? Ein sehr, sehr altes, gutes Gereich. Das kann man essen, glaube ich. Im eigenen Seitling. Da ist ein Kreuz drauf, das heißt, bestimmt. Mal das. So, ich gehe ans Kreuz. Ist das jetzt hier? Es ist für mich selbst auch jedes Mal neu hier drin. Also, ich freue mich hart, dass ihr da seid, Jungs und Mädels. Ja, ein Mädel haben wir dabei. Ja, dadurch, dass ihr uns ja alle schon so viel von dieser Box hier erzählt habt. Nee, ist richtig schön hier. Es ist einfach voll schön. Man will hier einfach jetzt sitzen bleiben. Und es ist so schön leise hier drin auch. Ja. So eben war draußen so ein Lärmpegel, der so. Und jetzt ist so. Ah. Ja, wenn man hier drin sitzt, dann kommt ja, man. Wird man direkt besinnlich. Future ist ja eigentlich der Bärtige und der Lange. Genau. Hallo. Hi. Genau. Und jetzt habt ihr auch noch Verstärkung am Keyboard. Wir haben die Fuckings dabei. Oh, das klingt doch nach dem perfekten Moment, diese Herrenrunde hier einmal vorzustellen. Ganz links im Bild, der Grund, weshalb hier von Fucking die Rede ist, Davis Fucking Schulz. Wer das nicht versteht, keine Sorge, ist so ein Internetding. Neben ihm steht Steven Fucking Schuto, seinerseits auch als ein Teil des Comedy-Duos Space Frogs bekannt, wobei er heute als Bassist und nicht als YouTuber zu Gast ist. Ganz rechts im Bild der wohl witzigste Twitterer der ganzen Welt, André Mugini, der jedoch nicht wegen dieser 140 Zeichenkünste heute hier ist, sondern als musikalischer Dauergast der zentralen Figuren dieser Episode, Jaco und Felix, die nicht nur sehr, sehr gute Freunde, sondern gemeinsam auch das Musikgebilde Future sind. Ja, und da wir dieses Jahr halt eigentlich die ganze Zeit nur an Live-Sachen arbeiten und live spielen und so weiter, werden wir die gar nicht mehr los jetzt hier. Ja. Das ist geil, Mann. Ey, wenn ihr schon die ganze Zeit live spielt, dann spielt doch jetzt auch mal live. Ich hab irgendwie gerade. Habt ihr Lust auf Journey Part 2? Journey? Alles klar. Ach, du Heiliger, ja, wie ging der denn nochmal? Den hab ich immer auf Gitarre gespielt. Die Smooth-Version. Okay. Warte. Ja. Kennst du den noch? Nee. Pass auf, ich nehme jetzt einfach ein Instrument und setze es ein an Stellen, an denen ich es für sinnvoll halte. Ja. Aua! Oh, oh, das waren ein paar zu viel, aber jetzt habe ich eins. Gib's mir. Oh, geil. Nice. Wie heißen die Dinger nochmal? Das ist ein Vibra Slap. Wie spielt man das? Man spielt es so. Nee, andersrum. Hat er nicht. Ja, okay. Ja, gut, okay. Okay, ich muss noch gerade hinkriegen. Sehen wir einfach mal, was passiert. Dass ja, das Synth hier nicht runterrutscht. Ja, dann ist es auch an, ne? Been walking for a while now.
Du hast es! Mann! Du hast den letzten Ton gewartet. Aber wir müssen jetzt auch echt uns nicht verkrampfen oder so. Ich mag immer, wenn bei YouTube-Videos Menschen normal sprechen. Ja, ja, voll. Und das Schlimme ist, dass es einem positiv auffällt, wenn jemand normal redet. Ja. So was sagt das über YouTube aus? Ich habe mir Vlog-Material von Felix und mir angeguckt, von der Writing-Session zu Until. Und habe so gedacht, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Und fand es richtig peinlich, was wir da so reden auch so. Ich habe mich gesagt, hey, warum denn irgendwie? Warum reden wir denn so blöd? Naja, daher, so. Nach Wien von 2014. Ne? Ja. Was war 2014? 2014 war halt voll irgendwie, ich habe da voll das Gefühl gehabt, dass wir uns verloren haben, so uns selber. Also ich habe den Jakob verloren, den ich eigentlich mochte irgendwie. Und war halt so ein bisschen das YouTube-Jahr, wo man sich an die YouTube-Konvention angepasst hat. Wir sind zwar auch auf YouTube, aber wir sind ja, bleiben ja in erster Linie Musiker. Und da waren wir halt schon eher YouTuber auf einmal, die aber den Musikinhalt gemacht haben. Ja, und man, das Schlimme daran ist, dass man diesen Menschen, die da in die Kamera reden, gar nicht glaubt, dass die Songs auf Until halt auch von Herzen kommen oder ernst gemeint sind irgendwie, weil die so moderiert sind halt irgendwie und einfach einem überhaupt nichts sagen. Es ist irgendwie schlimm, was dieses YouTube manchmal mit einem macht. Irgendwie. Ich sag ganz oft irgendwie. Aber irgendwie haben wir uns auch darüber kennengelernt. Ja, das stimmt. Das ist sehr schön. Ja. So, jetzt kommt normalerweise der Teil, wo wir so sagen, so okay, jetzt, man kennt eure Songs so ein bisschen und wollen wir nicht mal einen in einem anderen Genre spielen? Nö. Warum nicht? Ja, doch, doch klar, klar. Ich hätte zum Beispiel, also wie wär's denn mit Cepheus in der Polka-Version? Hab ich ja noch nie gehört, sowas. Okay. Und Steven, ja, deine Aufgabe... Oh, was mach ich? Deine Aufgabe ist... Gott, wo zum Glück ist es hier für uns das ganze Stück immer so, wir lassen den B-Teil mal weg, ne, damit es nicht zu schwer wird. Wie geil! Ja! Okay, welche Tonart? Jetzt müssen wir es festlegen. Das steht hier halt auch so gut. In Ass hat du das sogar, oder? Ass? Ass, ja. Kannst du mir dann? Ja. Okay. One, two, three! So Smooth-Versionen von unseren Songs spielen einfach. Ja, ja, und wie zum Beispiel JP2 gerade. Ja, wie zum Beispiel JP2. Und dann klingt zum Beispiel Gemini. One, two, three, das war falsch. Ja, ich hab's gehört. Ich
exposing scars, what have we done? Composing lifelines, always one. Yeah. Oh, don't you know where we came from? Or where all begun? Oh, we settled down by the blackbird's bones. Found home. Sides. Oh, under as every night, I'll construct our lives. It doesn't matter at all. God, it makes a difference to me. But there's no feeling that's proven up for you to believe our time is here. Subtracting to tears. You're not mine. Und so weiter. Ja, ne? Deswegen habe ich mir so gedacht, wir nehmen einen eurer vielleicht Lieblingssongs von damals aus der Metal-Ära. Ui. Und transportieren den in so ein, weiß ich nicht, was ganz anderes. Ich liebe ja Reggae. Was? Das ist ja Lieblings-Metal-Lied. Es wird schwierig, vor allem uns auf eins zu einigen, ne? Halt. Bei Skaten Metal-Text, denn das ist schon bald 10 Jahre her, dass ich irgendeinen Metal-Song auswendig gelernt hab. Aber wir können jeden x-beliebigen Manowar-Track auf Deutsch übersetzen. Wir brauchen nur Krieger, die Krieger, die kämpfen auf dem Schlachtfeld für Ruhm und Ehre. Ja, die Krieger kämpfen für Odin. Ruhm und Ehre. Ja, die Krieger, sie kämpfen für Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ja, die Krieger, sie kämpfen für Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Und Blut auf dem Schlachtfeld. Ruhm und Ehre. Außerdem Ruhm und Ehre für den Metal. Sie sind bereit, die Krieger zu kämpfen für Ruhm und Ehre. Außerdem kämpfen sie auch für den Metal. Denn Metal ist true. Scheiß auf Ehre. Scheiß auf Ehre. Oh, oh. Scheiß auf Ehre. Wir haben sogar was Sozialkritisches noch rausgemacht. So, das war ja also auch so ein bisschen Reggae. Habt ihr gerade Scheiß auf Ehre gesungen, Leute? Scheiß auf Ehre. Das wird der nächste Hit von Bongo Boulevard direkt nach Sternliebe Nacht. Ja. Ich sehe das schon. Scheiß auf Ehre, Sternliebe Nacht. Es gibt jetzt Geschenke. Oh, schon Weihnachten. Oh! Du kriegst auch eins? Ja, ich habe ein sehr flaches Geschenk. Das flachste Geschenk. Nichts verraten, Herr Fischer. Ja, ja, wenn ich das hier aufkräche. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Blasinstrument. Ja, aber was? Das pustet, da pustet man bestimmt rein. Bestimmt zum Pusten. Ist das eine Nasenflöte oder was? Jaco hat's fast verstanden. Ja. Andersrum? Oder was? Bist du das jetzt? Okay, aber es sieht ziemlich dämlich aus, ja. Ja, er hat's raus, genau. Also man pustet mit der Nase rein und formt mit dem Mund. Die Töne. Wo pustet man mit der Nase? Ja, mit der Nase rein. Muss in das Loch. Ah. Boah, ich kann nicht den Mund gleichzeitig öffnen, während ich ausatme. Das ist irgendwie dumm. Ja, du musst das Gaumensegel retten. Du musst dicht sein. Ah.
Ah. Ah. Aber Marie. Marie, es riecht furchtbar gut. Ja, ist gut, ne? Das ist bei der Nasenflöte gar nicht so scheiße. Mein Instrument riecht. Ich möchte nur den ganzen Abend daran riechen. Lass uns einfach daran riechen, statt darauf zu spielen. Ich verstehe es echt nicht. Ah. Irgendwann wird der Knoten platzen. Du kannst dafür ganz wunderbar Synthesizer bauen. Danke. Ich hab ein Trostgeschenk für dich, Felix. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir haben uns was ausgedacht. Das ist eine Nasenflöte? Mit dem wir hoffen, Nasenflöte. Dass du und Jakob zusammen unfassbar gut aussehen. Oha. Oh, es ist aber du wirst es wahrscheinlich spielen. Das ist ein Schlauch. Es ist ein Schlauch. Sie trägt einen Schlauch. Es ist ein großer Schlauch. Was? Es ist es. Es ist eine Kinder! Ich hab's gewusst! Oh Gott, das ist ja so 80er. Oh, geil. Wie benutzt man das? What the fuck? Ey, das ist Nikita, das wird umgehängt. Ja, das ist klar. Und du musst stehen damit. Aber wir wollen ja zusammen. Auch durch die letzten Jahre, die spielen da ganz gut mit rein, weil man sich da nie getraut hat, irgendwie aufzutreten. Weil man irgendwie dann auf der anderen Seite so ganz komisch perfekt sein wollte, irgendwie es gar nicht ertragen hat, wenn man live sich mal versinkt oder live mal etwas nicht so geil klingt wie im Studio. Was ja vollkommen normal ist, aber man irgendwie auf der anderen Seite voll abhängig war von diesen Leuten, die einen für perfekt irgendwie gehalten haben und damit nicht klarkommen, wenn halt da irgendwie, der kann gar nicht singen, so. Und man, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir halt wissen, dass es darum gar nicht geht, irgendwie. Ja. So, sondern dass es darum geht, dass man auf der Bühne steht und man singt, so, und man da wirklich merkt, okay, man hat wirklich eine Emotion transportiert. Ja, auf jeden Fall, das wird mein neues Ding. Das ist ja alles in so Tracklist gerade, ne? Ja, doch, durchaus. Also, wenn ich euch jetzt so live beim Singen zuhöre, dann macht mich das total glücklich. Weil ich euch jetzt ja auch schon länger kenne und ich schon das Gefühl habe, dass da irre viel passiert ist. Also, dass ihr auch für mich jetzt sozusagen als Musikerin jetzt auch, also, das ist nicht böse gemeint, aber ihr seid jetzt richtig ernstzunehmende Musiker geworden. Auf jeden Fall dadurch nicht so. Wir wollten es immer sein, aber haben es uns nicht getraut irgendwie. Da öffnen sich einfach so krass viele Türen, die man vorher nicht so richtig aufmachen konnte, weil man da auch vor ein bisschen Schiss hatte. Und jetzt ist so, waren so auf dem ersten Tourblock und ich weiß noch, wie wir beide, ist ja nicht so lange her jetzt, aber wir so krass euphorisiert auf jeden Fall waren, so von jeden Tag in einer anderen Stadt. Und obwohl es voll strukturiert und stressig so die ganze Zeit war, war es geil so. Und dann auch zu sagen, okay, alles klar, und nächstes Jahr geht's weiter. Mach jetzt das weiter so. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir auf jeden Fall alle die beste Zeit unseres Lebens haben gerade. Spending 2 days in darkness, letting 3 thoughts collide. All I do is unwanted, and for a constant to light. First I want you to be me, and cover your eyes again. 'Cause going tough through the seasons will be hard with it sand. So listen.
fear to find myself in here. Myself in here. Danke, Marie. Bravo. Danke, Jungs. Es war eine Ehre, euch hier zu haben. Es war noch viel schöner für uns, weil wir durften hier sitzen. Tschüss. Ciao. Ich höre, der Ton kommt. Bei mir bricht es auf. Wir haben das fürs Konzert geübt. Weißt du? Ja.